Sie erinnern sich, wir hatten noch ein Problem in der ganzen Geschichte war, Phi von M zu bestimmen in ganz allgemeinen Fällen. Jetzt haben wir hier eine Primzahl und da ist Phi von der Primzahl ganz einfach zu bestimmen. Das ist einfach P minus 1. Alle Zahlen zwischen 1 und der Primzahl, ausgenommen der Primzahl selbst, sind teilerfremd zu der Primzahl. Alle Zahlen kleiner als P sind teilerfremd zu P. Deswegen haben wir P minus 1 zu P teilerfremde Zahlen. Das Problem ist jetzt, was machen wir, wenn M keine Primzahl ist? Dann können wir den kleinen Satz von Fermat nicht anwenden, sondern dann müssen wir den Satz von Euler anwenden. Um den Satz von Euler anwenden zu können, müssen wir Phi von M bestimmen. Und das ist eine Schwierigkeit. Da haben Sie letzte Woche da gesessen, Phi von 24. Und da geht man alle Zahlen durch. Ne? 1 ist teilerfremd zu 24, 2, nö. 3, nö. 4, nö. 5a, teilerfremd. 6, nö. 7, ja. 8 und so weiter und so weiter. Ne? Das ist ein bisschen umständlich. Insofern werden wir heute den Großteil der Sitzung darauf verwenden, Verfahren zu entwickeln, wie wir ganz allgemein Phi von M bestimmen können. So, und dann beginnen wir mal mit dem zweiteinfachsten Fall. Der einfachste Fall war die Primzahl, der zweiteinfachste ist der folgende. Wir wollen Phi von P hoch N haben. Also Phi einer Primzahl Potenz. Zum Beispiel Phi von 3 hoch 5 oder so. Und vielleicht überlegen wir uns das gleich erstmal an einem Beispiel, bevor wir uns das allgemein überlegen. Also nochmal, wir wollen uns überlegen, was ist Phi von P hoch N? Okay. Nehmen wir mal ein Beispiel. 3 hoch 5. Was ist Phi von 3 hoch 5? Jetzt kann man zwei Möglichkeiten. Man muss alle Zahlen zwischen 1 bis 3 hoch 5 betrachten. Und jetzt die Frage, suchen wir uns jetzt alle Teilerfremden und zählen die oder suchen wir uns alle Nicht-Teilerfremden und zählen die? Gucken Sie mal die Zahlen zwischen 1 und 3 hoch 5 an. Über welche Zahlen können wir was aussagen? Welches sind denn Zahlen, die teilerfremd sind zu 3 hoch 5? Gehen wir von Anfang durch, ne? Das ist ja die einfachste Strategie. Ja. Genau, sehr schön. Ich wiederhole es nochmal laut. Alle Zahlen, die in ihrer Primfaktorzerlegung etwas anderes drin haben als die 3. Können wir das nochmal anders formulieren? Welche Zahlen haben in ihrer Primfaktorzerlegung denn die 3? Welche Zahlen haben in ihrer Primfaktorzerlegung eine 3 oder mindestens eine 3? Ja? Alle Vielfachen der 3. Genau. Also, alle Vielfachen der 3 zwischen 1 und 3 hoch 5 sind nicht teilerfremd zur 3 hoch 5. Entschuldigung. Da, sind nicht teilerfremd zur 3 hoch 5, genau. Alle anderen sind teilerfremd. Also wir müssen alle Vielfachen der 3 rausnehmen. Welche Zahlen sind denn Vielfache der 3 zwischen 1 und 3 hoch 5? Ja? Sagen Sie mal. Vielfache der 3 müssen wir rausnehmen. Ne? Vielfache der 3 rausnehmen. Welche sind das? Ja, fangen wir mal an. Also die 3 mal die 1. Ne? Dann die 6 ist die? 3 mal 2, dann 3 mal 3, richtig, welche kommt dann? 3 mal 4, ich merke, Sie haben Übung. So, und so weiter und so weiter. Was ist denn die letzte in dem Bereich?
Zwischen 1 und 3 hoch 5. Was ist das letzte Vielfache der 3? Ja. Genau. Na? 3 mal 3 hoch 4 ist 3 hoch 5. So. Und das davor ist 3 mal 3 hoch 4 minus 1. Also hier steckt drin 3 mal 3 hoch 4 minus 1 ist gerade das 1 davor. Und so weiter und so weiter. Also wir haben lauter Vielfache der 3. Wie viele Vielfachen sind das denn? Wie viele Vielfachen der 3 stehen hier gerade an der Tafel? Also wenn Sie das Punkt, Punkt, Punkt mitdenken, ne? Ja? Bitte? 81. Wie kommen Sie jetzt auf 81? Schnell mal im Kopf durchgezählt, oder? Nee, ja? 3 auf 5 ausgerechnet und ein Drittel genommen. Wie hätten wir es einfacher machen können? Ja? 3 hoch 4. Genau. 3 hoch 4 ist 3 Quadrat zum Quadrat, ist 81. Stimmt, haben Sie recht, 81. Ne? Also es sind 3 hoch 4 Zahlen, 3 hoch 4 Vielfache der 3. Das ist das erste Vielfache, das zweite Vielfache, das dritte Vielfache, das vierte Vielfache, Punkt, 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 das 3 hoch vierte Vielfache. Also hier sind 3 hoch 4 Zahlen stehen hier, ne? 3 hoch 4 Vielfache der 3. Im Bereich zwischen 1 und 3 hoch 5, 3 hoch 5 inbegriffen. Wie viele Teiler fremde Zahlen gibt es jetzt zwischen 1 und 3 hoch 5? Teiler fremde zu 3 hoch 5. Ja? Genau. 3 hoch 5 minus 3 hoch 4. Wie kommen Sie drauf? Ja? Warum müssen wir die von der Zahl abziehen? Ja? Wie viele Zahlen gibt es in dem Bereich zwischen 1 und 3 hoch 5? Naja, 3 hoch 5, genau. In dem Bereich zwischen 1 und 3 hoch 5 gibt es 3 hoch 5 Zahlen. 3 hoch 4 davon sind nicht teilerfremd zur 3 hoch 5. Das heißt, die müssen wir wieder abziehen. Ich nehme alle Zahlen in dem Bereich und ziehe diejenigen davon ab, die nicht teilerfremd sind zu 3 hoch 5. So. Was ist 3 hoch 5 minus 3 hoch 4? Ja? 162, genau. So. Ja, an dieser Stelle nochmal die Bemerkung, Sie müssen einfach kopfrechenfit sein, ne? Ja, 3 hoch 4 hatten wir ja ausgerechnet, das war 81 gewesen. Ne? Und zwischen 3 hoch 4 und 3 hoch 5 liegt noch 2 mal 3 hoch 4. Ja, so. Okay. Also 162. So, jetzt haben wir relativ schnell ermittelt, wie viele Zahlen denn da drin eigentlich teilerfremd sind zu p hoch n. So. Wenn man es jetzt allgemein aufstellt, ne? Also ich habe jetzt p hoch n. Welche Zahlen zwischen 1 und p hoch n sind nicht teilerfremd zu p hoch n? Naja, nicht teilerfremd sind einmal p, zweimal p, dreimal p bis p hoch n minus 1 mal p. Die Zahlen sind nicht teilerfremd zu p hoch n. Ja, also ergibt sich phi von p hoch n automatisch aus der Anzahl aller Zahlen, die in dem Bereich liegen, minus derjenigen, die nicht teilerfremd sind, zu p hoch n.
Naja, jetzt sind wir ein Stückchen weiter, aber noch nicht wirklich viel weiter. Ne? Wir wollen ja eigentlich zu jeder beliebigen Zahl. Wir wollen Phi von jeder beliebigen Zahl bestimmen. Immerhin haben wir jetzt schon die Primzahlpotenzen. Und Sie können sich vorstellen, worauf es hinauslaufen wird. Wir wollen irgendwann mal Phi einer Zahl bestimmen, indem wir die Zahl als Primfaktor die Primfaktorzerlegung dieser Zahl darstellen. Und das sind ja lauter Primfaktorpotenzen. Und dann anschließend durch Herumrechnen aufgrund der Anzahl dieser Primfaktorpotenzen letztlich Phi von jeder beliebigen Zahl rauskriegen. So, also wir wollen irgendwann mal M nehmen, die Primfaktorzerlegung von M und daraus dann Phi von M bestimmen. Primfaktorpotenzen haben wir schon. Wenn ich so eine Primfaktorzerlegung habe, dann werden Primfaktorpotenzen ja miteinander multipliziert. Das heißt, jetzt schauen wir uns noch an, was passiert, wenn wir zwei Zahlen M und N miteinander multiplizieren. Und anschließend bringen wir alles zusammen, um Phi von M von jeder beliebigen Zahl zu bestimmen.